Hallo. 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 Und herzlich willkommen zu den Tiki Data Days. Mein Name ist Vincent Bakund, ich bin Mitgründer und CTO von Sports Dynamics. Und ich habe heute die Ehre, unsere allererste deutschsprachige Ausgabe der Tiki Data Days zu moderieren. Und als erstes empfange ich natürlich unser Special Guest heute und Kapitän des heutigen Expertenteams, Simon Lackmann von Bayern 04 Leverkusen. Hallo Simon. Hallo Vincent, vielen Dank für die Einleitung. Herzlich willkommen an alle. Und ja, ich hoffe, euer Anteil wird nachher hier auch gefragt sein und dass ich nicht nur spreche, sondern wir in eine kleine Diskussion nachher kommen oder vielleicht in einen kleinen Austausch. Danke, Simon. Ja, genau darum geht es bei den Tiki Data Days, eben so einen Austausch, um ein taktisches Thema zu haben. Erstmal, Simon, wie läuft die Vorbereitung? Diese Saison ist Champions League-Saison. Ja, das stimmt. Das ändert aber nichts daran, dass wir uns versuchen, wie immer gut vorzubereiten. Morgen geht es ins Trainingslager. Es ist soweit alles in Ordnung. Wir haben zum Glück nicht so viele Verletzte. Insofern, ja, schauen wir mal, dass wir bis zum Saisonstart alle fit sind und ja, wir unsere gute Saison vom letzten Jahr bestätigen können. Alles klar. Ja, viel Erfolg dabei natürlich. Wir freuen uns natürlich alle auf deinen Beitrag. Thema von heute ist das Spiel zwischen den Linien und den ballfernen Halbräumen. Wir werden es gleich sehen, aber ja, die ballfernen Halbräume werden eben nicht nur geografisch definiert als Raum zwischen ja, der Achse und dem Flügel. Wir können vielleicht gleich mal darauf zurückkommen, Simon. Das wird sehr interessant. Ich empfange vorher aber alle unsere anderen Teammates, die heute da sind. Also es ist Niklas Hagenhoff von der TSG Hoffenheim, Spielanalyst und in der Lizenz Spielermannschaft natürlich. Herzlich willkommen. Moin, danke für die Einladung, freut mich dabei zu sein. Freut uns auch sehr, dass du da bist. Heute haben wir auch Gerhard Baldhardt von der VfL Wolfsburg, Assistenztrainer der Frauenmannschaft. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung und ja, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für das Dasein. Gabriel Anzer von der Hertha BSC, Leiter der Data- und Analyseabteilung. Wie geht's? Ah. Du bist leider Data- und Analyseabteilung, aber bist der Einzige, der vergessen hat, sich nicht mehr stumm zu stellen. Ja, das kann jedem passieren. Gut, nee, Ja, auf also mir jeden Fall. geht's gut. Ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein und jetzt auch, dass ihr mich hören könnt. Danke, ja, wir freuen uns auch sehr auf deinen Beitrag. Markus Brunschneider von Darmstadt, Leiter in Innovation und Scouting-Performance. Hallo. Servus aus München und vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr darauf, dass du da bist. Und ich empfange auch Phil Weimer aus Sandhausen, wie Journalist. Hallo. Hallo, schön dabei zu sein. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, wir sind alle bereit, Simon, alle sehr gespannt auf dieses Thema und ja, werden wahrscheinlich eine Menge darüber zu sagen haben. Ich glaube, einleitend dazu möchte ich als letztes nochmal sagen, bevor ich dir dann natürlich das Wort gebe, Simon, dass es ein sehr interessantes Thema aus unterschiedlichen Aspekten ist, aber auch unter dem Aspekt, dass es sehr eben praxisorientiert ist. In der Vorbereitung dieser Sendung hast du mir ja gesagt, ich bin kein Theoretiker und es sind unterschiedliche eben ja, Praxisbeispiele da, auf die wir uns sehr freuen. Du bist dran, Simon. Ja, schieß los. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Genau, wie du richtig gesagt hast, ich bin eher im Praxisbereich tätig. Und deswegen versuchen wir immer so den Übergang hinzubekommen zwischen Theorie und Praxis natürlich. Am Ende wollen wir die Sachen, die wir im Hintergrund erarbeiten, natürlich auf dem Platz sehen.
und unser Wissen oder die Dinge, die wir erarbeiten, natürlich an den Trainer und an die Mannschaft möglichst weitergeben. Und deswegen steigen wir einfach mal direkt ein. Das ist das Thema Spiel in Halbräumen und zwischen den Linien. Zwei Worte nur zu mir. Ich bin seit 2009 bei Bayer 04 und in der Lizenzspielerabteilung für Analysen zuständig. Und das ist unser Team. Das möchte ich ganz kurz erwähnen, weil das natürlich keine One-Man-Show hier ist, sondern wir es alles im Team erarbeiten. Also Marcel und ich sind die beiden, die so bei der ersten Mannschaft dabei sind, hier im Trainerteam. Wir haben da mit Gilbert einen sehr guten, fähigen Mann, der uns gelegentlich unterstützen kann. Der ist für unser Jugendteam zuständig, also Leiter der Jugendanalyse mit überwiegend U19 und U17, wo er sich aufhält und uns, wie gesagt, immer wieder unterstützt. Moritz Laux, Fabian und Philippe, der jetzt neu dazukommt, sind unsere Brains im Hintergrund. Ohne die würde das so nicht funktionieren. Unterstützen uns mit vielen Daten, vielen Dingen, die wir darstellen wollen. Und deswegen sind wir ein Riesenteam, aber ich denke, wir sind ein Team, was gut miteinander kommuniziert. Und deswegen können wir die Dinge so an den Tag legen, wie wir es gerne möchten. Okay, kurz zum Background. Warum ist dieses Thema entstanden? Also wir haben im Januar 2019 mit Peter Boss einen neuen Cheftrainer bekommen. Und Peter, jetzt ja in Lyon, wie viele wissen wahrscheinlich, hat sehr gerne im 4-3-3 gespielt. Und da war ein Teil seiner Spielidee einfach, dass wir sehr viel Ballbesitz haben werden. Wir werden viele Räume zwischen den Linien haben und wir werden auch viele ballferne Halbräume bespielen können. Und deswegen ist dieses Thema aufgekommen und wir haben dann weitergemacht und haben geschaut, okay, erstmal, welche Spieler haben wir überhaupt? Wir hatten damals mit Kai Havertz und mit Julian Brandt in dem ersten halben Jahr, als Peter hier war, zwei Spieler, die eigentlich prädestiniert waren für diese Räume zwischen den Linien, und haben auch jetzt mit Florian Wirtz einen begnadeten Spieler, der das genauso gut kann. Und später dazu mehr, was diese Spieler angeht. Und wir haben dann gesehen, dass sich das alles in der Saison 18-19, also mit dem Trainerwechsel von damals Heiko Herrlich zu Peter Boss, haben sich auch die Zahlen verändert. Heißt, wir haben vorher knapp über 50% Ballbesitz gehabt, wie man hier auf der linken Seite sehen kann. Und wir sind dann in der Rückrunde im Vergleich mit den Top 5 Ligen in Europa, haben wir es geschafft, den Netto-Ballbesitz tatsächlich auf über 67% zu steigern und waren damit sogar noch vor Pep Guardiola und Manchester City. Was natürlich erstmal kein Qualitätsmerkmal ist für Erfolg, aber zumindest hat das die Spielweise ganz klar wiedergespiegelt von Peter. Das Gleiche war mit Pässen pro 90 Minuten, haben wir auch nochmal verglichen. Das hat sich dann ähnlich dargestellt, wie man hier sieht. Auch da ein großer Sprung von knapp unter 500 auf über 700 Pässe im Spiel. Dann gehe ich nochmal weiter und dann haben wir die Hinrunde aus der Folgesaison 1920 gemeinsam mit dem ganzen Jahr auch nochmal verglichen und haben dort gesehen, dass wir auch dort uns immer gesteigert haben, beziehungsweise unter den Top 5 Mannschaften in der Champions League Top 7 Mannschaften waren, was den Ballbesitz angeht. Auch wenn wir in der Champions League Saison mit Juventus Turin, mit Atletico Madrid und auch mit Lokomotive Moskau drei Teams hatten, die ja schwer zu bespielen waren für uns, haben wir es trotzdem geschafft, einen hohen Ballbesitzanteil zu haben. Und ähnlich verhält sich das auch hier wieder, wie man sieht, bei den Pässen pro 90 Minuten. Auch da waren wir auch in den oberen Bereichen zu finden. Sodass man ganz klar die Handschrift von Peter Boss und dem Trainerteam erkennen konnte. Die Spielidee war klar gegeben. Und dann haben wir gesagt, okay, wie sieht das eigentlich aus in der Praxis? Wir haben dann mal geschaut, also ganz normales Spiel bei Werder Bremen gehabt und wir wollten immer in diese Räume, jetzt ruckelt es bei mir ein bisschen, ich hoffe, ihr seht das besser. Wir wollten in den Räumen zwischen den Linien spielen und wie ihr seht, haben wir hier gegen Werder Bremen gespielt, ein Gegner, der relativ tief, relativ kompakt stand und im 5-3-2 verteidigt hat. Wie haben wir das visualisiert, um zu zeigen, wo wir hinspielen möchten? Ganz einfach mit Visualisierungstools, wie es wahrscheinlich jeder von euch macht im Verein. Wir haben Räume eingezeichnet, haben gesagt, okay, da möchten wir gerne hinspielen. Das sind die Räume, die sich immer wieder ergeben, auch in diesem Spielsystem. Und
Haben das halt versucht, mit Hand zu visualisieren. Ich würde das mal ein bisschen überspringen. Ähnlich ist das jetzt hier auch mit den ballfernen Halbräumen. Wir wollten, aber mir ruckt es leider ein bisschen. Aber es geht, es geht. Wir wollten diese Pässe, genau diese Pässe wollten wir gerne spielen, oft suchen. Oder die haben sich viel ergeben, einfach in diesem System. Und wir haben dann durch, wie gesagt, Coach Paint und ähnliche Visualisierungstools immer wieder in die Videos reingezeichnet. Wie jetzt hier zum Beispiel, um das einfach sichtbar zu machen und vor allem auch verständlich zu machen für jeden, auch vielleicht jemand mit Sprachproblemen, der jetzt nicht der deutschen Sprache so mächtig ist. Das ist eindeutig. Wir haben dann eine Trainingsdokumentation gemacht, haben gesehen, dass wir vor allem viel Passform trainiert haben. Also es war ein großer Hauptschwerpunkt von Peter, viele Passformen, viele Positionsspiele, große, kleine. Wir haben dann, das kann ich einmal kurz anspielen, ganz einfache Passformen gemacht. Also wirklich keine großen komplizierten Dinge, sondern wir haben in Y-Form gepasst, um immer wieder passend aufzudrehen, um genau diese diagonalen Bälle zu spielen. Haben das auch teilweise mit Torschüssen, mit Abschlüssen verbunden, wie man hier sehen kann. Und das ist jetzt nichts, was ihr nicht schon mal gesehen habt wahrscheinlich, aber es war immer wieder Bestandteil auch unserer Trainingseinheiten und kam der Spielidee von Peter halt sehr nah. So, die Problematik habe ich gerade schon mal einmal kurz angesprochen, war oft, dass wir irgendwann auch viele Gegner getroffen sind, die wie hier Werder Bremen relativ tief und relativ kompakt verteidigt haben, auf das Zentrum zugemacht haben. Daraus haben sich dann eigentlich so die Fragen ergeben, ja, können wir denn diese Räume, die wir bespielen wollen, können wir das irgendwie messbar machen? Können wir das abbilden anhand von Daten? Und wir beziehen relativ viele Daten natürlich, wie jeder Bundesligist haben wir auch die Möglichkeit, die Rohdaten von der Bundesliga zu beziehen oder externe Dienstleister wie StatsPerform oder Skill Corner zu nutzen. Diese Daten fließen bei uns in die Database, nennen wir das ein. Das ist unsere hausinterne Datenbank und daraus werden dann viele KPIs und leistungsrelevante Faktoren einfach erhoben, die wir brauchen. Und dann kam es aber im Jahr 2020 dazu, dass wir den Kontakt mit Sports Dynamics hergestellt haben und haben gefragt, okay, können wir es vielleicht irgendwie tatsächlich messbar machen, diese Räume, die wir bespielen möchten? Ja, und das Erste, was wir dann gesehen haben von Sports Dynamics, ist diese dynamische Karte, die ihr wahrscheinlich kennt. Vielleicht kurz zur Erklärung. Ihr seht hier ein Raumkontrollemodell, also je roter der Bereich, desto mehr Zeit hat die ballführende Mannschaft, also die rote Mannschaft in dem Fall, die gerade den Ball hat. Und ihr seht dann immer, wie sich das verschiebt, welche Feldpositionen oder welcher Raum gerade im Stopp das Video. Welcher Raum gerade von welcher Mannschaft kontrolliert wird. Und das kam der Sache schon recht nahe von unseren Vorstellungen, sodass wir dann gemeinsam mit Sports Dynamics Definitionen finden mussten. Was ist überhaupt ein ballferner Halbraum? Wir haben dann gesagt, ein ballferner Halbraum ist der Raum, der einen diagonalen Pass ermöglicht, um in die gegnerische Organisation fortzuschreiten. Also nur die Räume auf der anderen Seite des Feldes werden berücksichtigt. Genau, ausgeschlossen waren natürlich Situationen am Flügel, weil wir wollten das Zentrum stark machen, wollten das Zentrum spielen und deswegen war das unsere gemeinsame Definition. Wir haben dann einen offenen Raum, jeden Raum genannt, der mindestens 20 Quadratmeter offen ist sozusagen, also den man kontrolliert, diese 20 Quadratmeter für mindestens 0,4 Sekunden. Wir haben dann ein paar Praxisbeispiele gehabt hier unten. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Sehen wir Kerem Demir bei, der den Ball hat, beziehungsweise der den freien Raum hat. Das sehen wir jetzt hier. Sowohl an der dynamischen Karte rechts als auch im Videobild links. Und Charles Arangues, der diesen Raum anspielen kann. Das konnte man dann so schon mal gut abbilden anhand der dynamischen Karten. Und ähnlich haben wir das dann definiert für die Räume zwischen den Linien. Da haben wir gesagt, dass das der Raum zwischen Mittelfeld und Abwehrkette des Gegners ist. Das bezeichnen wir als Raum zwischen den Linien und dort gab es die gleiche Definition, was den
Raum- und Zeitfaktor angeht, also dass wir 20 Quadratmeter Platz brauchen für mindestens 0,4 Sekunden, um einen Raum zwischen den Linien zu generieren. Genau, das haben wir hier auch nochmal als Beispiel. Florian Wirtz, der Spieler, der den freien Raum hat, und Nadim Amiri in dem Fall, der Spieler, der den Ball dorthin spielen könnte. Okay, dann haben wir nach Spieltag 16 der Saison 2021 haben wir ein Anwendungsbeispiel erarbeitet mit Sports Dynamics. Und zwar haben wir gesehen, dass wir viele geöffnete Räume haben, ballferne Halbräume, also im Schnitt 28 pro Spiel, im Gegensatz dazu der Gegner ungefähr 10 Räume weniger. Und wir haben gesehen, dass Edmund Tabsoba, unser Innenverteidiger, derjenige war, der am meisten versucht hat, in diese Räume zu spielen. Aber wie ihr hier unten rechts sehen könnt, auch derjenige war, der am meisten nicht in diese Räume gespielt hat. Also erstmal nur absolute Zahlen gesammelt und geschaut, okay, welche Spieler sind eigentlich die, die am meisten diese Räume haben, beziehungsweise auch diese Pässe versuchen zu spielen, beziehungsweise welche könnten das auch noch öfter machen. Haben das Gleiche dann zwischen den Linien nochmal gemacht, auch nach dem gleichen Spieltag, und haben gesehen, dass das Charles Arangues der Spieler war, der mit 53 Passversuchen zwischen den Linien der Spieler ist, der da dort absolut, also an der absoluten Zahl gemessen, die meisten Pässe hat spielen können, aber auch 54 Mal nicht. Wenn man sich das so anschaut im Verhältnis zum Beispiel, Jonathan Tah hat 37 zu 24, hat eigentlich ein besseres Verhältnis als Charles Arangues, allerdings von der absoluten Zahl halt geringer. Und haben dann geschaut, okay, bei mindestens 15 Passversuchen, welcher Spieler ist denn derjenige, der die meisten gelungenen Pässe zwischen den Linien hat? Und das ist dann, seht ihr ganz rechts, mit 83,3% Florian Wirtz gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen aber das nochmal im Vergleich sehen mit allen Spielern, und haben gesehen, dass Florian Wirtz also mit großem Abstand derjenige war, der einfach die meisten offenen Räume zwischen den Linien kreiert bei uns. Alle 4,3 Minuten waren das in diesem Zeitraum, also in den ersten 16 Spieltagen der Saison. Und ihr könnt ja sehen, Nadim Amiri, Lucas Alario waren die Spieler, die dann folgend waren. Das hat jetzt erstmal noch nichts zu tun mit Erfolg, aber wir haben dann gesehen, zum Beispiel, wenn man unten schaut, die Höchstwerte haben wir gegen Frankfurt, Schalke und Hertha erreicht, und zwei der drei Spiele haben wir gewonnen. Gegen Hertha haben wir das Spiel verloren in der Saison. Und wenn wir keine hohen Werte erreicht haben, wie ihr sehen könnt, gegen Augsburg, gegen Leipzig oder Wolfsburg, haben wir meistens auch nicht erfolgreich gespielt. Also haben von den drei Spielen keins gewinnen können. Okay, und dann haben wir nochmal ein Beispiel gemacht. Wir haben gesagt, okay, diese Räume zwischen den Linien, wie verhält sich das? Spielen wir die mehr von rechts an, spielen wir die mehr von links an, und haben einen kleinen Vergleich angestellt zwischen linker und rechter Defensivseite. Und haben dann gesehen, dass wir halt, ja, ihr könnt das selber sehen, dass die Verteidiger von der linken Seite, also Daly Singraven und Edmund Tabsoba, die haben 74 Mal diese Räume nicht angespielt, und Jonathan Tah und Lars Bender auf der anderen Seite 22 Mal. Heißt, wir haben eine Erfolgsquote gehabt von 93% auf der rechten Seite von Lars Bender, und Daly Singraven kam auf einen erfolgreichen Passwert von 62% in etwa. Was dann für uns den Rückschluss gegeben hat, okay, dass wir das über die rechte Seite besser machen, was wir auch im Spiel schon so gesehen haben oder was unser Eindruck auch war. Aber wir haben natürlich hier nochmal das schön untermauert und in Zahlen dargestellt mit Hilfe von Sports Dynamics und konnten dementsprechend unsere Rückschlüsse rausziehen. Okay, dann kam es leider nach dem 26. Spieltag zu einem Trainerwechsel bei uns. Peter Boss musste gehen und Hannes Wolf hat übernommen. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, welchen Einfluss hat das? Können wir das auch in den Daten irgendwie sehen? Verändert sich dort was? Wir haben mit Hannes Wolf ein bisschen defensiver gespielt, haben versucht, erstmal ein paar weniger Gegentore zu bekommen. Und die größten Unterschiede können wir hier erstmal sehen. Und zwar ist der Ballbesitz, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, von links die Zeit unter Peter Boss, also die Rückrundenzeit, Spieltag 18 bis 26, von über 60% ist sie dann auf fast 50% runtergegangen, was den Ballbesitz angeht, den Netto-Ballbesitz.
Und unsere Abwehrhöhe hat sich halt auch verändert. Also wir standen nicht mehr ganz so hoch wie bei Peter Boss, sondern haben es angepasst und standen etwas tiefer, um, wie gesagt, defensiv etwas stabiler zu sein. Das war der Ansatz. Und wir benutzen bei uns im Verein dieses Radar, nennen wir das. Und daran sehen wir auch nochmal die drei Hauptmerkmale, die sich geändert haben. Das waren dann in der Tat die gerade angesprochenen Abwehrhöhe und Ballbesitz. Und der High-Press-Wert hat sich ebenfalls verändert bei Hannes Wolf. Wir haben nicht mehr ganz so hoch attackiert wie bei Peter. Und das war schon mal eine Erkenntnis, die wir aus diesem Trainerwechsel gezogen haben. Es kam dann nach der Saison wieder zum Trainerwechsel. Wir haben seit letztem Sommer Gerardo Seoane bei uns. Wir haben überwiegend im 4-2-1 gespielt in der vergangenen Saison. Nicht immer, aber das war das bevorzugte System, was wir am häufigsten gespielt haben. Und dann ist natürlich auch die Frage, Systemwechsel, bekommen wir jetzt andere Daten? Und das haben wir jetzt wieder untersucht. Ja, sind die Räume zwischen den Linien häufiger oder seltener bespielbar? Ist es am Ende wirklich eine Frage des Systems oder vielleicht auch doch individueller Qualität? Okay, wir haben dann jetzt am Ende der letzten Saison eine Auswertung gemacht und haben gesehen, die Mannschaften, die viele offenen Räume zwischen den Linien haben, stehen weiter links hier auf der Seite. Und die nicht gewählten Passmöglichkeiten habt ihr auf der Y-Achse. Und ihr seht an der Regressionslinie, alle sind relativ dicht dran. Hoffenheim, eine Mannschaft, die sehr viele Räume kreiert hat. Bayern München seht ihr oben an dem Sternchen, die waren outstanding, die waren einfach, passten hier nicht mehr in die Grafik, hätte man anpassen müssen. Genau, und wir haben dann geguckt, woran liegt das? Hat das einen Zusammenhang zwischen Ballbesitz und Räumen zwischen den Linien? In den letzten beiden Jahren. So, wir haben hier einmal die Übersicht aus 2021 und hier einmal die Übersicht aus 2021. Und wir sehen, dass die Mannschaften, die wir hier blau eingekreist haben, dass das die Mannschaften sind, die eher viele Räume kreieren und die roten eher weniger im Vergleich. Wir haben dann geguckt, okay, was hat das jetzt mit dem Ballbesitz zu tun? Und wenn wir jetzt nur auf Bayer Leverkusen gucken, sehen wir, dass wir ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Die Punkte sind aus der Saison auf der rechten Seite. Die Punkte sind aus der Saison 2021 und das Quadrat sind die Werte aus der Saison 2021-22. Und wir sehen, dass wir bei Bayer Leverkusen weniger Ballbesitz haben und weniger Phase 0 Aktionen. Also Phase 0 Aktionen heißt bei uns Spielaufbau vom Torwart aus bis 5 Meter vor die Mittellinie. Und haben hier halt einen Zusammenhang zwischen den Mannschaften, die viele Räume kreieren, die haben in der Regel auch mehr Ballbesitz und mehr Phase-0-Aktionen als die, die wenig hinten rausspielen. Also. Das Ganze kann man natürlich auch mit den Daten von Sports Dynamics abbilden und wir haben dann gesehen, dass der Possession Adjusted Value ähnlich ist. Also auch hier sehen wir, die gleichen Mannschaften sind auf den ersten Plätzen, die wir gerade beim Ballbesitz gesehen haben und bei den Phase-0-Aktionen, also die Mannschaften, die viel hinten rausspielen wollen. Hoffenheim, Bayern München und wir sind auf Platz 3 gewesen bei den offenen Räumen zwischen den Linien. Das war in der Saison 2021-22 der Fall. Das ist jetzt nur auf diese Saison bezogen. Ich hoffe, dass das verständlich ist, was das bedeutet. Also ich habe ein Beispiel mal mit aufgeführt. Ein Team, was 60% Ballbesitz hat und 30 Räume öffnet, ist genauso in diesem Wert, ist eigentlich ähnlich. Also hat insgesamt 25 Raumöffnungen wie ein Team, was 25% Ballbesitz hat und 12,5 Räume öffnet. Und das ist halt hier auf der rechten Seite einmal dargestellt. Also es geht letztendlich darum, wo steht meine Mannschaft, wenn ich genau 50% den Ball habe. Ich hoffe, das ist verständlich, sonst können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, merke ich. Genau, Zusammenhang zwischen Direct Play und Räumen zwischen den Linien wollten wir dann auch nochmal sehen. Ist auch logisch, die Mannschaften, die eher einen großen oder einen hohen Direct Play Wert haben, also viele lange Bälle spielen, sind auch die Mannschaften, die weniger Räume zwischen den Linien bespielen. Und das Gleiche haben wir dann nochmal gemacht zwischen Ballbesitz und Räumen zwischen den Linien und haben das da auch nochmal gesehen. Ähnlich wie die Grafik eben, dass wir da auch immer wieder die gleichen Mannschaften finden. Und das ist keine so große Überraschung für uns gewesen. Das Ganze nochmal etwas höher im Spielfeld, also
Phase 1 heißt es bei uns, von der Mittellinie bis zum Strafraum, und auf der rechten Seite seht ihr Phase 2 Aktion. Das ist das Spiel im letzten Drittel, muss man mindestens 6 Sekunden den Ball haben, und sehen dort auch wieder die gleichen Mannschaften. Auffällig hier ist vielleicht noch, deswegen habe ich Hoffenheimer grün eingekreist, Hoffenheim eine Mannschaft, die es geschafft hat, im letzten Drittel tatsächlich sehr viele Ballphasen zu haben, also entgegen der Regressionslinien relativ weit abweicht und viele Phasen in, oder viel Ballbesitz in Phase 2 hatte. Das fanden wir schon außergewöhnlich viel und das haben wir hier nochmal dargestellt. Ansonsten ähnelt sich das wieder mit den Folien davor, wo ihr gesehen habt, dass mehr Ballbesitz logischerweise auch mehr Raum zwischen den Linien bedeutet hat. Okay, ich glaube, ein paar Minuten habe ich noch. Offene Räume zwischen den Linien haben wir dann geschaut. Haben wir erstmal auf uns geguckt, wie verhält sich das? Wir waren hier in der Bundesliga-Schnitt, das seht ihr, lag bei 34,67 Räumen pro Spiel. Wir waren mit 38,52 etwas erhöht, was den Wert angeht. Wir haben dann gesehen, wie verhält sich das innerhalb der Hin- und Rückrunde, und haben in der Hinrunde haben wir 28 Punkte geholt, in der Rückrunde 36, und haben gesehen, dass wir sowohl die offenen Räume erhöht haben in der Rückrunde, als auch die gelungenen Pässe, und die misslungenen Pässe haben wir reduziert. Das ist jetzt nicht unbedingt der einzige Erfolgsfaktor, aber es spielt sicher damit rein, dass wir da besser performt haben, und vielleicht ist das mit ein Grund, warum wir auch mehr Punkte holen konnten. Im Liga-Vergleich waren wir damit auf Rang 4, knapp hinter Borussia Dortmund. Hier fehlt leider der Wert, aber der lag knapp über dem von uns bei 38,6. Ballferne Halbräume, ähnlich wie bei den Räumen zwischen den Linien, auch dort die gleiche Tendenz. Wir haben die ballfernen Halbräume stark erhöht in der Rückrunde. Die gelungenen Pässe haben wir ebenfalls erhöht und konnten die misslungenen Pässe reduzieren. Und auch da waren wir recht weit vorne, was den Wert angeht, waren auf Rang 3 mit einem Schnitt von 15 in offenen Halbräumen. Dann haben wir geschaut, wer sind denn die Spieler bei uns, die am meisten diese Räume zwischen den Linien nutzen, beziehungsweise auch kreieren. Und da war Florian Wirtz ganz weit vorne. Deswegen, ich habe ganz am Anfang gesagt, okay, ist das eine Systemfrage, ist das eine individuelle Frage? Und wir können hier sehen, dass wir sowohl im 4-3-3 damals bei Peter Boss als auch jetzt unter Gerardo Seoane eigentlich immer die gleichen Spieler haben, die diese Räume kreieren. Und sehen hier mit Florian Wirtz, der alle 5,4 Minuten in der letzten Saison einen solchen Raum kreiert hat und damit bei uns vereinsintern mit Abstand am meisten Räume kreiert hat, obwohl er nur bis Spieltag 26 gespielt hat, weil er sich dann ja verletzt hat. Und Patrick Schick, derjenige, der prozentual der Empfänger mit dem höchsten Wert ist, was die offenen Räume angeht, mit knapp 40%. Vielleicht ganz interessant hieran noch zu sagen, dass Sada Asmoun kam zur Halbserie bei uns, hat nicht so viele Spiele gemacht, in der Rückrunde dann eben nur, und der kam auf einen gleichen Wert wie Florian mit 5,4 Minuten. Hat uns auch überrascht, dass er so einen starken Wert hat, obwohl wir auch gesehen haben, dass er das natürlich kann, aber war trotzdem interessant zu sehen, dass er von der Minutenanzahl auf den gleichen Wert kam wie Flo. Und uns hat dann noch interessiert, wie verhält sich das denn im Bundesliga-Vergleich, und sehen da, dass die meisten offenen Räume André Kramaric von Hoffenheim kreiert hat. Im Verhältnis Flo Wirtz aber wieder mit allen 5,4 Minuten zu all 7 Minuten bei André Kramaric sogar fast noch einen stärkeren Wert hat. Ich denke, wenn Flo die Saison hätte zu Ende spielen können, wäre er vielleicht sogar auf einen höheren Wert gekommen als André Kramaric. Aber das sind einfach starke Spieler, die zu Recht dort oben stehen, auch was diese Werte angeht. Dazu werden wir vielleicht einen Kommentar von Niklas haben, der da heute hier ist, weil in der Tat, Kramaric ist schon sehr hoch. Ja, bitte, ich lasse dich den Beitrag zu Ende führen, natürlich. Ich weiß, du hast noch ein paar Sachen vorzustellen,
Ich bin nur natürlich, passen wir auf die Zeit auf. Hier, wenn wir noch ein Ich bin bisschen Zeit gleich durch. für. Ich freue mich. Ja? Super. Okay. Genau, das gleiche haben wir mit den Bayern Halbräumen gemacht, haben dort gesehen, dass Florian Wirtz auch wieder derjenige ist, der prozentual der Empfänger mit offenen Räumen ist, der den höchsten Wert erreicht hat bei uns. Der Empfänger in den ballfernen Halbräumen, der alle 56,7 Minuten angespielt wurde oder ja, einfach am meisten Bälle bekommen hat von uns. Absolut war es Charles Arangis. Dann auch wieder den Vergleich zur Bundesliga gestellt und haben gesehen, dass dann mit Charlie und mit Rob Andrich zwei Spieler auch wieder in der Spitzengruppe waren. Ja, genau, und haben das dann verglichen, einfach mit den Top-Spielern auf diesen Positionen, beziehungsweise die Spieler, die dort die meisten Räume kreiert haben. Damit es keinen Ärger gibt, machen wir schnell. Das kann ich schnell durchklicken. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Wir arbeiten mit Sportscode und bekommen die ganzen KPIs, die wir mit Sports Dynamics erarbeitet haben, in Sportscode reingeladen. Wir können dann sowohl über die Matrix-Funktion als auch über einzelne Szenen in der Timeline uns die Szenen raussuchen und individuell oder als Team mit den Spielern oder der ganzen Mannschaft arbeiten. Haben auch immer die Möglichkeit, uns aus Gatter die Zahlen rauszuziehen, individuell zu gestalten. Das machen wir auch, indem wir halt einmal wie hier Spielerwerte rausziehen oder auch Mannschaftswerte. Da ging es dann auch hier nochmal um Ballfernen Halbraum auf der linken Seite. Um die Spieler mit Ball und rechts dann um die Ballfernen Halbräume, die Spieler mit dem freien Raum. Das sind einfach nur Anwendungsbeispiele, das kennt ihr sicher auch. Und zum Abschluss wollte ich einmal kurz darauf hinweisen, noch, wie gehen wir denn weiter vor? Weil das Spiel zwischen den Linien oder in Halbräumen ist zwar gut und schön, aber am Ende wollen wir Tore schießen. Und deswegen entwickeln wir weiter KPIs. Wie zum Beispiel Tiefenläufe. Wir wollen wissen, wir nennen das Opferläufe, das seht ihr in der dritten Spalte. Wie viel laufen wir auch ohne angespielt zu werden, also einfach um Räume zu kreieren? Und haben das dann auch wieder verglichen miteinander, waren dort in der Rückrunde auch wieder stärker als in der Hinrunde, um das zusammenfassend zu sagen. Und haben dann auch nochmal wieder geschaut, wer sind die Spieler, die individuell am meisten Opferläufe bei uns machen, am meisten Tiefenläufe machen. Und ihr könnt das hier sehen, die Top-Werte sind immer rot dargestellt. Und haben das dann auch nochmal in den Vergleich zur Bundesliga-Spitze gestellt und sehen, dass Moussa Diaby derjenige ist, der ja die meisten Opferläufe über 10 Meter macht. Wobei er alle 12 Minuten oder 12,6 Minuten einen Tiefenlauf macht. Und dort war Serge Gnabry auch ein bisschen erfolgreicher, fleißiger, sagen wir mal, der alle 11,1 Minuten diese Tiefenläufe macht. Und so ist es halt, dass wir dann weiter unsere KPIs entwickeln, um zu schauen, dass wir halt nicht nur das Spiel zwischen den Linien sehen, sondern wie sieht es dann nachher auch in der Box aus, Tiefenläufe, Abschlüsse und so weiter. Die Sachen, die halt ja den Fußball am Ende ausmachen und den Erfolg bringen. Und zum Abschluss nochmal ein Beispiel, wie wir die Szenen animieren. Also einmal machen wir das, indem wir selber reinzeichnen. Seht ihr hier? Spiel zwischen den Linien, ballferner Halbraum, ist alles mit drin, am Ende sogar der Tiefenpass. Oder aber, wie wir dann auch das mit Sports Dynamics zusammen machen, einfach mit diesem Raumkontrolle-Modell. Das kennen viele von euch wahrscheinlich auch. Die roten Bereiche sind diejenigen, die wir kontrollieren in dem Moment. Genau. Und so versuchen wir das in der Das ist Praxis umzusetzen. Vielen Dank. herzlichen Ich Dank, weiß, ein bisschen Simon. schnell, ich muss jetzt Gas geben. Genau, herzlichen Dank dafür und und auch für dieses letzte Beispiel unter anderem, was sehr ja, visuell wirklich sehr schön ist, wie man eben ja, am Ende, wie es gut aussehen kann, wenn man alles genau umsetzt und diese Räume öffnet, wie man es haben will und wie wir eben an diesen dynamischen Karten gemessen sehen, ja, wie die Tiefenläufe diese Öffnung machen, wie diesem natürlich schönen Beispiel zum Tor führen. Ja, herzlichen Dank natürlich für die gesamte Präsentation. Das gab alles sehr, wie ich gesagt hatte, schon am Anfang praxisorientiert. Wie geht man mit Trainerwechsel, Vergleich rechte, linke Seite,
die wichtigsten Spieler, die dazu beitragen, also viele konkrete Beispiele, wie geht man mit solchen Informationen um, das ist wirklich spannend. Ich glaube, ich kann gleich das Wort verteilen bei unseren Teammates. Ja, es gibt, also ich fange vielleicht einfach gleich in der Runde, es sei denn, jemand möchte die Hand erheben und als erstes eine Frage stellen, aber wirklich, es gibt, ich wollte mal vielleicht mit dir anfangen, Gabriel Ernster von Hertha Berlin, du hast ja einige Trainerwechsel in der letzten Zeit erleben müssen. Das war ein sehr gutes Beispiel jetzt von Simon, wie man eben dann versucht, damit umzugehen. Erstens zu sehen, dass man das bestimmte KPIs dann diesen Wechsel eben und dieses Systemwechsel dann aufzeigen. Ja, wie man trotzdem dann bestimmte Kontinuitäten trotzdem sieht. Wie seid ihr damit umgegangen in der letzten Zeit und wie geht ihr damit um bei Hertha Berlin und du speziell in deiner Arbeit? Ja, tatsächlich hatten wir den einen oder anderen Trainerwechsel und dann ändern sich auch, was die Spielvorbereitung angeht, die Nachbereitung, die Anforderungen da müssen wir dann entsprechend reagieren in der Datenabteilung. Also dann sind halt andere Schwerpunkte gesetzt, was der Trainer haben will, was ihn interessiert. Deshalb muss man da relativ flexibel sein und schnell reagieren können. Und und ist auch ein ganz gutes Beispiel, um zu schauen, zum Beispiel jetzt für den Scouting-Bereich, ob die KPIs, die man entwickelt hat, ob die konsistent sind, also reproduzierbar, unabhängig vom Spielsystem, oder ob die eben eher Sachen einfangen, die mit dem Spielsystem einer bestimmten Mannschaft zusammenhängen. Also da gibt auch Chancen, in solchen Trainerwechseln zu vergleichen, ob was konsistent ist oder eben eher spielsystemgetrieben. Und man sieht eben an dem Beispiel, was Simon genannt hatte, von Florian Wirtz, dass selbst durch ein, also selbst während eines Systemwechsels manche Spieler einfach durch ihre eigene Qualität weiterhin herausragen. Das ist das Beispiel von Florian Wirtz, der einfach herausragend das schafft, die Räume zwischen den Linien zu suchen und zu finden. Herzlichen Dank nochmal, Simon, für den wirklich sehr ausführlichen und sehr interessanten Beitrag. Das lässt uns leider nicht mehr viel Zeit für den Austausch am Ende. Aber das war eben sehr präzise. Ich stelle vielleicht eine letzte kurze Frage an Niklas. Ich habe es schon angedeutet, Nummer 1 auf der Rangliste war Andrej Kramaric. Wie seht ihr das, dass er als Stürmer am meisten Räume geöffnet hat, selbst wenn er ein bisschen mehr gespielt hat als Florian Wirtz? Da muss ich einmal kurz nachdenken. ist natürlich spannend. Man muss halt auch dazu sagen, bei uns hat die Anzahl bespielter offener Räume zwischen den Linien wurde dadurch variiert, welche Innenverteidiger wir auf dem Platz stehen hatten. Da hatten wir halt die Saison über relativ wenig Konstanz, aber was halt interessant war zu sehen, welche Innenverteidiger denn die Bälle da auch in den Raum reingespielt haben. Und eine Frage, die ich eigentlich an Simon stellen wollte, die aber auch irgendwie da reinpasst, ist, wie man denn entgegen Tiefläufe und Steilklatschabläufe da mit drin hat. Und jetzt zum Beispiel von André ist halt dieses Entgegenkommen einfach ein Charakteristikum von ihm. Und wenn es dann die Strategie ist, den Ball danach klatschen zu lassen und dahinter zu spielen, dann ist ja auch wieder Raum hinter der Kette entstanden. Nur, wer bei uns diese Saison ein bisschen zugeschaut hat, der weiß, dass wir mit David Raum einen relativ guten Flankengeber haben, sodass wir halt auch viel über die Außen gespielt haben. Ne? Letztendlich ist das auf jeden Fall ein Potenzial, was man ausschöpfen kann. Ne? Das ist ja das, was ihr auch vorhabt mit euren Daten, Exploit the Potential of Data. Geht es bei uns auch darum, das Potenzial da auszuschöpfen, das wir auf jeden Fall gesehen haben durch die Datenanalyse am Ende der Saison. Okay. Also ja, Potenzial für passender Klatsch, aber auch eben, irgendwo muss man natürlich den Raum und den Danger-Raum, also den Strafraum auch besetzen. Und das natürlich
beide Seiten müssten berücksichtigt werden in der Analyse. Und das muss man eben differenziert sehen, anhand wahrscheinlich unterschiedlicher personalisierten Daten, die wir eben zusammen erstellen können. Vielen Dank nochmal an alle fürs Dasein und für den Austausch. Ich muss leider schon Schluss machen, weil gleich die zweite Hälfte anfängt von diesem heutigen Spiel, von diesem heutigen Tiki Data Day. Sam Green wird gleich von LA Galaxy die zweite Hälfte führen als Teamkapitän. Bitte alle Zuschauer, bleibt dran, sehr, sehr interessant. Auf Englisch wird es weitergehen. Wir hatten aber heute den ersten deutschsprachigen Vortrag und wir freuen uns sehr darauf, dass man eben solche Konzepte eben, die eben so ja, tiefgehend sind, auch wirklich in seiner im deutschsprachigen Raum in seiner eigenen Sprache vorstellen kann und darüber austauschen kann. Der Austausch läuft natürlich weiter unter allen Analysten, die hier sind. Ich glaube, es wird einige Fragen, die gestellt werden, untereinander. Ja, vielen Dank allen fürs Zuschauen und es geht gleich weiter mit der zweiten Hälfte auf Englisch mit Sam Green von LA Galaxy. Vielen Dank. Danke.